Das ist wichtiger als Vitamin D und C bei einem Virus. Unerwartet. Oft hört man im Zusammenhang mit der Funktion des Immunsystems Dinge wie Vitamin C, Zink und Vitamin D. Diese Stoffe haben aber keinen direkten Einfluss darauf, wie wir uns während einem Infekt, vor allem viral, kraftlos, warum wir uns kraftlos fühlen. Ja? Die Energie, die wir generieren im Körper, wird nicht über Vitamin C und Co. bestimmt, sondern vor allem über das Coenzym Q10. Coenzym Q10 ist ein Elektronentransporter im Körper, der unerlässlich ist für die Kraftwerke unserer Zelle, den Mitochondrien. Ohne Coenzym Q10 war höheres Leben auf dem Planeten Erde gar nicht möglich, da Lebewesen durch Coenzym Q10 erst Energie aus Sauerstoff nutzen können. Es ist zusätzlich das stärkste körpereigene fettlösliche Antioxidant im Menschen. Zunächst zeige ich euch in Studien, wie die Spiegel ja gerade bei einem Infekt ja, in Mitleidenschaft gezogen werden, dann womit das zusammenhängt und wie man es messen und beheben kann. Studien zuerst. In einer Goldstandard-Studie aus dem Jahre 2019 mit 79 Teilnehmern ja, wurde der Coenzym Q10-Spiegel bei Grippeerkrankten ermittelt. Wie ihr eindrücklich seht, sind diese bei Grippeerkrankten statistisch signifikant erniedrigt. Das sagt auch die Schlussfolgerung. Dieser Tatbestand beschreibt aber kein Einzelschicksal. Studienbasiert, ja, dies konnte auch in einer anderen Studie mit Kindern, ja, in der Regel, die ja sehr hohe Spiegel haben als Kinder noch, ja, wiederholt werden. Dann gab es eine interessante Studie zu Bakterien, genau genommen Lungenentzündungen bei älteren Menschen, ebenfalls randomisiert, placebo-kontrolliert und 150 Patienten. Die einen bekamen 200 Milligramm Coenzym Q10, die anderen das Placebo. Wir sehen einen deutlichen Trend, die Q10 bekamen, hatten einen deutlichen kürzeren Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler, die Verabreichung von Coenzym Q10 hat keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und kann das Ergebnis bei älteren hospitalisierten Patienten mit Lungenentzündungen verbessern. Daher empfehlen wir es als Zusatzbehandlung bei älteren Patienten. Moment mal. In Deutschland ist aber nur 100 Milligramm Coenzym Q10 erlaubt. Und hier gelten als das Doppelte nebenwirkungsfrei. Ich denke, dies muss ich nicht weiter ausführen. Wer dafür verantwortlich ist, wenn ihr es wissen wollt oder wisst, ja, schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Ich denke, die Community weiß genau Bescheid. Ich möchte euch noch addieren in diesem Zusammenhang, dass Epstein-Barr-Virus ist allgegenwärtig. Man sagt, dass 90% aller Menschen, einige Quellen sagen sogar 95% der Menschen, das EBV-Virus bekommen werden. Dies ist logisch, da es über das Küssen übertragen wird. Das Tückische ist, dass der Körper dieses Virus nie besiegen kann und oder loswerden kann. Quasi bis du zu schwach bist, ja, dann wird es genau immer stärker. Das EBV ist verantwortlich für viele Folgeerkrankungen. Heute ist man sich kausal einig, dass es ohne das Epstein-Barr-Virus keine multiple Sklerose geben kann. Ich denke, in Zukunft werden viele Erkrankungen ihren Trigger in diesem Virus haben und finden. Ja? Auch das chronische Erschöpfungssyndrom, meines Erachtens durch das EBV getriggert. Daher laufen wir ohnehin mit niedrigerem Q10-Spiegel umher, da wir mindestens einen, eher mehrere Erreger in uns tragen, wie Herpesviren, Borrelien ja, oder das EBV-Virus. Fast 100% der Menschen, viele sagen, ja, mich trifft das nicht, mach einen Test, du bist positiv. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, bei akuten bzw. nicht chronischen Infekten, ja, dann kann es dementsprechend auch schlimme Folgen haben. Ja. Doch wie kommt es zu einem Mangel? Ja? Was passiert im Körper? 30% unserer Energie beansprucht unser Immunsystem täglich. Dies kann natürlich schwanken. Bei einem Infekt vervielfacht sich die Anzahl von Immunzellen. Das hat zur Folge, dass noch mehr Energie benötigt wird, um diese neuen Immunzellen zu versorgen, damit sie ihren Job machen können. Dies kann der Körper aber nicht immer gewährleisten. Damit wir Energie generieren können, brauchen wir Q10 in unseren Kraftwerken der Zelle. Sind unsere Q10-Speicher eher am unteren Ende, treibt die Erkrankung uns direkt in einen Mangel und führt zu Depletion von Coenzym Q10 in der Zelle. Wie vorhin schon erwähnt, da wir mindestens mit einem Erreger lebenslang infiziert sind, ist dies nicht unwahrscheinlich. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der Spiegel im Menschen schon ab 20 sinkt und man mit 40 nur noch halb so viel Q10 im Herzen hat und in der Niere hat, dementsprechend ja wie mit 20 noch. Ja.
Es gibt einen weiteren Punkt, wieso Q10 eine entscheidende Rolle spielt in der Abwehr von Infekten. Immunzellen, zum Beispiel Fresszellen, Makrophagen, ja, heißen die. Ja, heißen nicht ohne Grund so, ja. Sie haben die Fähigkeit, Erreger zu fressen. In der Biologie nennt man diesen Vorgang Phagozytose, vom altgriechischen Phagin, ja, das heißt fressen, ja, und Kytos, ja, heißt Höhlung, ja, eine Einhöhlung. Diesen Vorgang seht ihr hier abgebildet, ja. Die Immunzellen umschließen den Erreger, so dass er sich in einer Einstülpung wiederfindet, dem Phagosomen. Dort wird der Erreger dann mit Hilfe von Sauerstoffradikalen und später der hyperchlorigen Säure, ja, eliminiert. Denn später verschmilzt das Phagosomen, wo der tote Erreger dementsprechend ist, mit dem Lysosomen zum Phagolysosomen und verdaut den toten Erreger dadurch innerhalb der Zelle, ja. So ist übrigens auch höheres Leben entstanden auf der Erde. Ein Cyanobakterium wurde genau durch Phagozytose gefressen, ja, von unseren Zellen und in den Organismus integriert. Dadurch haben wir unsere Kraftwerke der Zelle erhalten. Und daher haben sie auch eine Doppelmembran, ja, von dem Erreger und unserer Eigenheit. Also, wieso spielt Q10 jetzt doppelt so eine große Rolle, ja? Also erstens sind extrem viele Menschen aufgrund von einem Polymorphismus im Gen, welches für die Superoxid-Dismutase kodiert, eingeschränkt. Dazu mache ich aber nochmal ein separates Video, da es hier dementsprechend den Rahmen sprengen würde. Superoxid-Dismutase-Mangel, ein Enzym, ein Antioxidans, wird massiv durch die Anwesenheit von Coenzym Q10 positiv beeinflusst. Bei einem Mangel an beidem, gerade bei einem Infekt, sehen wir hier im Bild, ja, dass Superoxid-Dismutase aber entscheidend ist bei der Beseitigung von Erregern. Punkt Nummer 2 ist, dass die Zelle sich durch die Radikale, die sie selbst herstellt, um den Erreger zu töten, sich selbst verletzt oder gar zerstören kann. Das passiert nicht so leicht, wenn sie genügend Antioxidantien intrazellulär aufweist. Da ist Q10 das Optimum, was hier quasi passieren kann, ja, denn Q10 ist fettlöslich und kann sehr gut durch die Zellmembran, ja, dementsprechend diffundieren, also eindringen, besser gesagt, und sich in der Zelle wiederfinden, die geschützt werden muss vor sich selbst. Dies könnte ein Grund sein, dass die Immunzellen, ja, namens natürliche Killerzellen auch, ja, bei Diabetikern statistisch signifikant gestiegen sind nach der Einnahme von 200 Milligramm pro Tag Coenzym Q10. Da sie natürlich besser überleben können, könnte es sein, ja. Dies werden von Makrophagen im Körper, ja, über Interleukine, dementsprechend werden sie aktiviert, ja, der gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Coenzym Q10 das Immunsystem targetiert. Das kann aber auch bei gesunden Menschen gezeigt werden. Bei Supplementation von Coenzym Q10 und den Immunzellen, ja, dass diese ansteigen. Hier die T-Helferzellen besonders. Das möchte ich noch abschließend mit einer aussagekräftigen Studie im Goldstandard-Format, ja, untermauern. Dort geht es um die Impfung von Hepatitis und wie das Immunsystem darauf reagiert und antikörperbildend quasi wirkt. Ja. Hier sieht man jetzt bei 90 Milligramm Coenzym Q10 schon eine deutlich höhere Antikörperkonzentration, aber bei 180, ja, kann ich nur sagen, also das ist schon deutlich, wie viel mehr Antikörper gebildet werden bei der Gabe von Coenzym Q10 und gerade der höheren Menge, 180 Milligramm. Abschließend möchte ich euch noch etwas zum Thema Krebs zeigen, aber nicht allzu viel darauf eingehen, da dort noch Goldstandard-Studien fehlen. Aber es zeigt sich in Studien ein interessanter Trend. Man sieht, dass gesunde Menschen tendenziell weniger Q10-Mängel haben und das je nach Krebsart auch statistisch signifikant als Krebskranke halt, ja. Das Immunsystem spielt eine sehr entscheidende Rolle bei der Krebsentstehung, denn gerade Fresszellen entsorgen entartete Zellen, wenn sie denn funktionieren. Wie sind die Referenzbereiche? Der Referenzbereich liegt bei 400 bis 1600 Mikrogramm pro Liter. Dies ist anzustrebende Werte, ja, sind aber definitiv über 1000 Mikrogramm pro Liter. Ich verlinke euch gerne mal mein Q10, welches ich wirklich vom Herzen empfehlen kann und deutlich potenter ist, da es liposomal formuliert ist, ja, lohnt es sich definitiv mal umzusteigen, um seinen gegebenenfalls Mangel mal zu
auszugleichen allgemein halt, ja, könnt ihr gerne nochmal messen halt, ja, das bekommt ihr auch auf purazell.de, weil wie gesagt, verlinke ich auch alles gerne unten. Wenn ihr allgemein auf unabhängig laborgeprüfte, made in Germany, wissenschaftlich konzipierte Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel einen Wert legt, werdet ihr definitiv fündig auf purazell.de, kann ich euch wirklich ans Herz legen, verlinke ich alles mal gerne unten. Dankeschön für deinen Support vor allen Dingen auch, das ist übrigens auch meine einzige Einnahmequelle, ich akzeptiere momentan keine Spenden, da es Krieg ist und Menschen definitiv es schlechter geht in dieser Situation jetzt gerade und von daher an möchte ich diese nicht annehmen. Deshalb können wir das mit einer Win-Win-Situation lösen. Auf purazell.de haben wir beide was davon, unabhängig laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel und ich habe auch noch was davon. Dankeschön für deinen Support, bis gleich auf purazell.de, bis zum nächsten Video, ich sag ciao.